Ja, hu, hier wieder beim Koali und bei Dragon Age Inquisition. Und wir sind hier unter Altkammwald, wahrscheinlich in tiefen Wegen. Und schauen uns das heute an. Heute ist Freitag, der 13. Leute. Ja, und das hat sich eben auch schon mal bemerkbar gemacht bei mir. Kennt ihr das, wenn ihr so eine ruckartige Bewegung macht, zufällig, und dann tut euch irgendwie der Hals dabei weh. Und das geht dann nicht weg eine ganze Zeit lang. Fürchterlich, fürchterlich. Das habe ich jetzt gerade. Spiele also extrem gehandicapt. Nicht, dass es jetzt irgendwie schlimm wäre bei diesem Spiel, aber naja. Wir starten auch heute diesmal nicht am Kartentisch. Das hat den ganz einfachen Grund, dass ich nicht mehr durch diese ganzes, durch das ganze Zeug hier durchlaufen will. Sarah, was guckst du so böse? Wir lesen jetzt erstmal was hier. Der verlorene Außenpostentafel. Die Straße auf den königlichen Befehl, wurde auf den königlichen Befehl von König Kelak gebaut, um den großen Teig Aduken mit dem blühenden Teig Gunda zu verbinden. Beide Städte haben beschlossen, die Stadt in der Mitte mit einer Halle zu ehren und diese Halle dem Paragon Hekat zu widmen, der Naturgesetze entdeckt hat, die uns den Bau von Gebäuden in vormals unmöglicher Höhe und Breite ermöglichten. Möge das Gedenken an ihn so ewig sein wie der Stein, den er erforscht, den er formte, nicht erforschte. Die Inschrift auf einer Tafel in einer verlassenen Zwergenstraße unter Kamwald. Ja. Bekannte und weniger bekannte Paragons. Die Kriterien, nach denen Zwerge einen Paragon nennen, faszinieren mich immer wieder. Obwohl diese Ehre nur selten jemandem zuteil wird, scheint doch nahezu jede nahezu bedeutende Leistung auszureichen, um die Verleihung dieses Titels zu rechtfertigen. Während einige Paragons entscheidende Schlachten gewannen, verfassten andere Bücher oder Lieder. Das Einzige, was sie gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass sie etwas vollbrachten, wodurch die Lebensart der Zwerge bewahrt oder beträchtlich verbessert wurde. Aduken ist einer der ältesten und vermutlich auch berühmtesten Paragons, nicht zu verwechseln mit seinem Nachfahren König Edrin Aduken. War dieser frühere Aduken ein einfacher Angehöriger der Kriegerkaste, der Orsama während der ersten Verderbnis durch seine beherzte Führung rettete? Rettete. Ja. Eduken empfand es zwar als Niederlage, dass dass andere Teigs fielen, aber seine Taten machten ihn zum Helden. Heute erinnert sich die Geschichte an ihn als den Inbegriff eines Paragons. Andere Paragons waren weitaus umstrittener. Karidin, ein Meisterschmied, erschuf den mächtigen Golems, die den Zwergen in ihren Schlachten gegen die dunkle Brut eine unermessliche Hilfe waren. Karidin verschwand später, begleitet von zahlreichen Gerüchten, und nahm das Geheimnis der Golemherstellung mit sich. Dann ist da natürlich Astyth die Graue, ein Paragon aus der Kriegerkaste. Sie war berühmt für ihre Fähigkeiten im unbewaffneten Kampf und schnitt sich selbst die Zunge heraus, um sich ohne Ablenkung auf ihre Kunst konzentrieren zu können. Noch heute gibt es einen Orden zwergischer Kriegerinnen, die als die stummen Schwestern bekannt sind, da sie sich ihrer zu Ehren die Zunge herausschneiden. Bah, fürchterlich. Dies sind jedoch nur die bekanntesten Paragons der Zwerge. Im Laufe der Zeitalter haben auch andere für weit weniger erhabene Taten diesen Ta Titel erhalten. So habe ich beispielsweise Hinweise auf Paragons gefunden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie einen besonders gelungenen Reim verfasst oder ein stärkeres Bier gebraut haben. Und dann gibt es noch Paragon Varen, der von seiner Legion gerettet wurde und sich in den tiefen Wegen verirrte. Varen stand kurz vor dem Hungertod, als er zusammenbrach und einen Nack verspeiste, die den Zwergen zur damaligen Zeit ebenso appetitlich erschien wie eine Ratte. Der Verzehr dieser Kreatur rettete ihm jedoch nicht nur das Leben, sondern eröffnete seinem Gaumen auch eine vollkommen neue Welt des Geschmacks. Als er schließlich gefunden wurde, war Varen dicker als je zuvor und schwärmte von den wundersamen Fähigkeiten des Nackfleischs. Heute gelten diese Geschöpfe bei den Zwergen als Delikatesse. Naja.
armen kleinen Nax, ne? Ring des verbesserten Schlafpulvers. Wer es braucht, Leute, wer es braucht. Oh, hallo. Oh, der hält aber ordentlich was aus hier. Jetzt will ich mal um den Ring gehen und dann mal hier Bonus für Angriffe aus dem Hinterhalt nehmen. So. Fertig. Schattenessenz mitgenommen. Der Groß hat nicht mal irgendwas fallen lassen, ne? Ist ja doof. So. Hier gibt es nichts. Nichts. Ah, hier sind Sachen zum Anzünden. Ah, hier ist was für den Bullen. Guck mal, da freut er sich hier. Oh, und, hey. Hier ist zuerst noch ein bisschen Paragon-Schimmer. Ja, ja. Und dann klettern wir hier doch mal runter und schauen mal, was hier so hinter dieser Wand war. Es scheint eine Schatzkammer und ein Mosaikteil. Ich glaube, ich spüre eines der Artefakte meines Volkes. Aha. Ring der Blockdurchdringung und ein Großschwert des Avatar-Kriegs. Why not? Why not? Güterstab des Blitzes. Ja, es gibt alles noch so schönere Sachen, die man finden kann, ne? Das wird die Leiter sein, ja. Ja. Tja, Bulle, das hat's nicht so richtig gebracht, fand ich jetzt. Das ist ja, das habe ich ja schon öfter gesagt. Ich mag das nicht, wenn man hier irgendwie so neben Zeug findet und dann, findet man nicht wirklich was Vernünftiges, ne. Das selber kannst du nicht angreifen. So, und jetzt hier macht den Schatten kaputt. Und war es das schon? Die erste Welle? Anscheinend. Aber ist das jetzt hier schon der Riss unterkommen? Ja, interessant zu wissen, nicht wahr? So. Eine dritte Welle. Okay. Da kommen noch mehr. Gut. So langsam werde ich nämlich warm. Getümmel mit uns. Ah, mein Verkrampfung im Hals löst sich dann so ein bisschen. Das muss ankommen. Sarah und Solis sind ja schon wieder die allergerupftesten der Gerupften. Stopp mal. Nehmt euch doch mal einen Teil. So. Jetzt wieder so ein Dicker. So.
Das war's für den Riss. Onyx und eine Axt der Grüngrenze. Die Geister, die Besitz von den Toten ergriffen hatten, werden Kamwald nicht länger heimsuchen. Lasst uns den Bürgermeister informieren. Aber erst durchsuche ich diese Räumlichkeiten hier. Wir haben plus 3 bekommen, oder? Guck mal, da oben ist noch eine Truhe. Kohl stimmt zu. Ja, super Kohl. Gehärteter Doppelklingengriff. Und, naja. Loot, mit dem man nichts anfangen kann, das zieht sich durch dieses Spiel. Und macht es nicht sonderlich spielenswert. Ich hoffe ja immer noch, dass die Story mal ein bisschen cooler wird. Aber hier scheint nichts mehr zu sein. Deswegen auf und davon. Es gibt ja noch die alten Superman-Sachen. Ja, da war ich ja schon. Also diese alten Zeichentrickserien von Superman. Mit dem Krypto noch, mit dem Hund. Ach, ich bin alt. So, da waren wir schon drin. Hier gibt es anscheinend sonst nichts sonderlich Interessantes. Ne? Da haben wir den Riss unter Kamwald geschlossen. Unter Alt-Kamwald, ja. So. Jetzt bin ich natürlich, weil ich ein paar Wochen, ein paar Tage, ein paar Tage nicht gespielt habe, total überfragt, ob wir jetzt hier überall schon waren. Waren wir hier schon? Ja, sieht so aus, weil die Truhe ist weg. Dann laufen. Da oben lang? War da lang? Ne, da ging es ja nach unten in den Teig. Hier ist noch ein bisschen Paragon-Schimmer. Oh, da ist noch hier ist eine Seele. Hallo, Seele. Kann man hier noch weiter? Nope. Hier geht's nicht weiter. Dann gehen wir wieder nach oben. Ah, super. Mal wieder. Ja, Gott sei Dank. Das wäre es jetzt noch gewesen. Wenn wir da jetzt wieder. Ah, sind wir wieder da? Jo. Ja, diese komischen Geister sind immer noch hier. Naja, ist ja auch schön hier, ne? Not. Na, du Geist. Da ist noch irgendwas.
also wieder raus. No, 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 no. So. Zurück in Altkammwald. Guck mal, wie schön das jetzt hier ist. Das ist ein Gegner. Gegner. Ich sehe einen Gegner. Och, was bist du denn? So. Beweg dich! Nein, in die andere Richtung! Ja? Der Dämon des Zorns ist tot. Der Dämon des Zorns in den Höhlen ist tot. So wie ihr es befohlen habt. Ich habe nie daran gezweifelt. Nun, da meine Herrschaft anerkannt wurde, kann ich diesen unveränderlichen Albtraum verlassen. Eure Belohnung. Nutzt sie weise. Ein derartiger Geist konnte diese Welt nicht verlassen, ohne zuvor sein wahres Wesen unter Beweis gestellt zu haben. Na, schauen wir doch mal nach. Amulett der Macht. Für Cole. Oh, wir haben inzwischen schon wieder so viel Scheiße hier angesammelt. Die ist ja nicht feierlich. Ah, hier ist irgendwas. Oh, mir fällt gerade auf, wir müssten eigentlich nochmal runter. Weil dieses Artefakt von Solus haben wir gar nicht gefunden da unten. No, aber habe ich jetzt irgendwie auch keinen Bock zu. Ein Templerschild. Ist das denn cooler als das, was der Bulle jetzt trägt? Rüstung. Ah, ne, ist ja unter Waffen. Schild. Wir haben momentan ein viel cooleres Schild. Natürlich. Wie sieht das denn hier mit Rüstungen und Solus und so aus? Kampfmagierrüstung der Wächter hat er gerade. Verteidigung gegen Magie, maximale Gesundheit und Verteidigung im Nahkampf ist, glaube ich, cooler als diese eine Punkt Rüstungswert mehr. Wie sieht das mit Sarah aus? Die hat hier eine 126er Rüstung an. Das wird ihr so schnell auch keiner nehmen, ne? Accessoires. Wegen der verbesserten Wurfmesser. Ich glaube, das können wir mal wegnehmen. Und ihr mal. Ah, ein Ring des Angriffs. Pff, das ist jetzt auch nicht so geil, ne? Aber besser als Wurfmesser, das sie gar nicht benutzen kann, oder? So. Wir haben einen verbesserten Barriere-Ring. Und verbesserte Blockdurchdringung. Der Bulle hat Barriere-Durchdringung und Rüstung-Durchdringung. Solus hat Flammenopfer. Und Eismine. Eismine benutzt er auch nie. Kann auch weg. Und kriegt dann auch so hier Block durchdringen. Das ist auch nicht so cool, aber naja. Müssten mal vernünftige Ringe finden. Aber naja. So, gucken wir auf die Questkarte. Ein paar neue Sachen aufgepoppt. Astarien in Kammwald. Dorf Kammwald. Und hier müsste der Bürgermeister dann zu finden sein. Hier oben ist noch ein Riss.
Also, wie ich würde sagen, wir gehen zuerst uns hier die Astarien-Sache angucken. Vielleicht finden da wir da ja was Cooles. Und dann sagen wir dem Bürgermeister Bescheid. Und dann versuchen wir den Riss da oben zu schließen. Und hieß auch noch ein Drache. Den will ich auch noch erlegen. Inquisitor, es gibt neue Ja, dann Entwicklungen. lass mal hören. Setzt mich ins Bild. Das könnte nützlich sein. Tränke ausrüsten. Solis hat einen verbraucht und Sarah hat ein paar verbraucht. So. Vorne ist der Tisch. Inquisitionspropaganda. Jawohl, Propaganda. Jetzt sind wir schon so tief gefallen, dass wir schon Propaganda brauchen, Leute. So. Schneller Propeller. Ich könnte jetzt natürlich auch das Pferdchen mal wiederholen, aber nee, 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 nee. Oh, mal Wölfe. Süß. Ups. Viele Wölfe. Ich bin auch so ein bisschen übermütig. Weil das diese Fähigkeiten-Kombo, die ich hier habe, die ist halt total mächtig. Ne? Ich bin mal gespannt, wenn wir nachher den Drachen angehen, ob das hinten losgeht. Hundsleder. Ja gut, was sollen Hunde sonst zum Teufel bei sich haben als Hundsleder? Vielleicht kann man es ja für irgendwas gebrauchen. So, und hier ist jetzt die Tür offen. Schauen wir doch mal nach, ob es was hier in dem felsigen Hang gibt. Es gibt Obsidian, das ist ja mal was ganz Besonderes in dieser Gegend. Und ein ausgezeichneter Gürtel der Feuerresistenz. Boah, nice. Dafür hat es sich voll gelohnt, diese riesig mega geilen Rätsel zu machen. Boah. Not. So, Gürtel. Und Gürtel der Gesundheit ist cool. Gürtel der Gesundheit ist cool. Gürtel der Heilung ist cool. Brauchen wir nicht Feuerresistenz. Brauchen wir schlichtweg nicht. So. Back to Dorf Kammerwald. So, und hier müsste jetzt auch diese Tür zum Öffnen sein. Jetzt, wo die Untoten alle weg sind. Oh, Sarah, findest du was Cooles? Amulett der Macht? Okay, für wen? Ein Amulett der Macht für. Oh, für unseren Charakter. Sehr geil. Nehmen wir. Nice! Endlich mal was Gutes gefunden. So, Hüterstab des Feuers, verstärkte Verzauberrüstung und Katarattentäterrüstung. Das gucken wir uns jetzt auch direkt mal an. Sollte das etwa jetzt was Vernünftiges sein? So, Sarah. Nur für Zwerge. Nee. Nee. Wir tragen einen Söldner-Harnisch? Really? Okay. Was?
haben wir zwischendurch irgendwie einen Fehler gemacht und irgendwas verkauft, was wir nicht verkaufen sollten oder so? Söldnerharnisch mit 40 Rüstung haben wir die ganze Zeit mit uns rumgetragen. Ich meine, es spricht nur für uns, dass wir da nicht drin trotzdem nicht abgenippelt sind, ne? Aber. Das ist doch schon irgendwie creepy. So, lesen. Schriftliches Geständnis. Inquisitor, nicht die dunkle Brut hat vor 10 Jahren den Damm geöffnet und hat Kambald überflutet. Ich war es. Ich war es. Ach nein, falsch wahrscheinlich. Insgeheim in der Nacht ihres Angriffs. Die Untoten, die ihr bekämpft, sind Leute, die ich mit eigenen Händen getötet habe. Wir hatten die Flüchtlinge der Verderbnis aufgenommen, viele waren krank. Wir verlegten die Kranken in den unteren Bereich von Kammwald und die Flüchtlinge in die Höhlen, um die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen. Es hat nicht funktioniert. Einer gestand, er habe die Verderbniskrankheit schon früher gesehen und sie verlaufe immer tödlich. Als die dunkle Brut angriff, wurde mir klar, dass das Dorf nur überleben konnte, wenn die Erkrankten zusammen mit den Monstern ertranken. Ich ertrage den Anblick von Altkammwald nicht. Jetzt, wo das Wasser weg ist, kann ich nicht bleiben. Tut mir leid. Ein Brief mit einem Geständnis des Bürgermeisters. Da steht, er habe Altkammwald vor 10 Jahren geflutet, um zu verhindern, dass sich die Verderbnis weiter ausbreitet. Er hat sie ersäuft? Im Schlamm? Och, diesem Bürgermeister verpasse ich einen Pfeil zum Tee. Die Dorfbewohner werden nicht glücklich sein, wenn sie davon erfahren. No. So. Hier oben wollten wir schließen, ne? So, dann laufen wir doch mal auch mal in die Richtung, gucken mal, ob wir da irgendwie hinkommen. Das Elfenwurzel, hey. Elfenwurzel, nice. Nice. Ding, 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 ding. Hier ist ein Weg. Aha. Gibt's noch? Was zu entdecken, wa? Richtig, was zu entdecken. Erinnerungen der Ertrunkenen. Am 8. Tage der Blütenwende 39. Im Zeitalter des Drachen bekämpften wir die 5. Verderbnis. Wir erinnern uns an die Nacht, in der der Damm brach und die dunkle Brut in einer Springflut ertränkte. Wir erinnern uns an die Schreie jener, die fortgespült wurden, unsere Familien und Nachbarn. Wir erinnern uns an die Flüchtlinge, die bei der Zuflucht die bei uns Zuflucht gesucht haben, weil sie ebenfalls in der Dunkelheit verloren waren. Wir überantworten ihre Seelen dem Erbauer. Geliebte Andraste, führe sie an seiner Seite. In den Sockel einer Gedenkstatue in Kammwald geschnitzt, über eine Liste von Namen. Okay. Ihr ehrt uns, Inquisitor. Ich bin Schwester Vaughn. Störe ich euch bei einer Trauerfeier? Wir haben durch den ersten Angriff zahlreiche Freunde verloren. Uns bleibt noch endlos viel Zeit, um zu trauern. Was ich jedoch fürchte, ist die Frage, wie viele wir dem Scheiterhaufen noch übergeben werden. Ihr wollt die Leichname vom Grunde des Sees bergen? Sie waren die Kinder des Erbauers. Ihre sterblichen Überreste haben etwas Besseres verdient, als dem Morast überlassen zu werden. Außerdem wird eine Trauerfeier auch den Lebenden helfen. Frieden zu finden. Auf ein andermal. Lebt wohl. Oh, da gehe ich aber jetzt nicht nochmal zurück. Das kann die selber machen. Das kann die Dame selber machen. So, hier geht's wieder nach unten. Ich will aber nach oben. Ich rufe mal das Pferdchen. Schauen wir mal, wie wir da hinten hinkommen.
Der Osthügel. Ja. Da ist doch schon der Riss. Nicht sonderlich viel widerstandsfähig. Okay. Oh Mann, der flieht. Ah, bleibt hier. Sarah. Hält echt nichts aus, ne? Ist das ein Untoter? Hier ist er, kriegst du noch einen schönen Kutter hier. Und der Riss ist Geschichte. Schimmer Fire Essence. Was? Ah, hier ist noch Elfenwurzel. Yeah. Und wir haben einen Inquisitionsbonus freigeschaltet, Leute. Das ist doch super. Die ich doch mal fett. So, was haben wir hier? Eine Höhle. Schauen wir mal, was es in dieser Höhle Geheimnisvolles gibt, außer tiefen Pilzen. Oh, Mass. Oh. Also entweder meine Erkältung geht echt gar nicht mehr weg oder der Frühling bringt schon wieder irgendwelche ekligen Sachen mit sich, die meine Nase reizen. Ich glaube, ich verstehe jetzt, wie ihr kämpft, Sarah. Schön für euch. Ihr mögt es nicht wirklich darüber nachzudenken, dass ihr andere oder darüber, sie in Stücke zu hacken, das Blut spritzen zu lassen. Sie zu verletzen ist nicht das Problem, es sind die Körperteile. Verstehe. Wenn wir sie also in Stücke hacken, müsst ihr es tun, ohne darüber nachzudenken. Und? Ich weiß nicht. Ich dachte nur, es wäre vielleicht interessant. Ich muss nicht darüber nachdenken, was ich tue. Ich tue, was ich tue. Ja. So, hier. Öffne von dieser Seite nicht möglich. Treten verboten. What the fuck? Okay. Nehmen wir uns noch ein bisschen Tiefenpilz mit. Und kümmern uns dann mal um den Drachen. Ich glaube, der war hier. Ja, irgendwo. Ah ja, hier waren jetzt diese komischen Leichen, die ich finden soll. Worauf ich hier keinen Bock hab. Ich glaube, der Drache ist hier unten irgendwo, ne? Ganz schön weiter Weg. Wo sind wir jetzt gerade? Wir sind jetzt hier. Okay. Dann müssen wir wohl jetzt den weiten Weg auf uns nehmen, wenn wir den Drachen haben wollen. Aber wir haben ja erstmal ein Level up hier, glaube ich, durch das Amulett. Was nehmen wir denn da mit? Was kommen? Nee. Nee. Achso, waren wir gerade schon in dem Baum. Erst gegnerische Geschosse ab, ja, brauche ich nicht unbedingt. Ich könnte hier dieses Störfeld mal machen. Oder die Belebung.
Wenn wir jetzt gegen den Drachen kämpfen, wäre die Belebung vielleicht gar nicht so verkehrt, hm? Belebung. Ich guck mal, was sonst noch so gibt. Hier gibt es nichts Passives mehr, groß. Den Schaden beim Durchlaufen, okay. Ist hier noch irgendwas Cooles? Hier gibt es natürlich das hier unten, ne? Wenn du einen Feuerzauber wirkst, nur. Ist hier irgendwas Geiles? Schadensbonus 5% für jeweils 10% verlorenes Mana. Verkürzung Regenerationszeit. Nee. Hier unten gibt's noch Stärke der Geist, Barrierebonus 50%. Deine Barrieren speisen sich aus der Magie des Nichts und können mehr Energie absorbieren, bevor sie erschöpft sind. Das ist doch was. Und dafür brauchen wir aber zuerst den Geistschlag. Und was haben wir hier unten? Die verjüngende Barriere, die haben wir schon, ne? Ja. Die ist ja auch cool. Du kannst Magie und Statuseffekte werden kurzzeitig durch den Zauber verursachten Schaden sowie der Aufbau deiner Barriere erhöht. Deine Barriere stattet den Charakter mit einer zusätzlichen Gesundheitsleiste aus. Ja, bla bla bla. Ich überlege mir das nochmal. Das muss ich ja jetzt nicht entscheiden. So. Hier der Requirierungsfritze, wo ist der? Da. Hallo? Inquisitor, ich habe Informationen für euch. Komm. Setzt mich ins Bild. Das solltet ihr euch selbst ansehen. Ja. Geologische Studien. Zack. So. Gehen wir mal hier nach unten. Ich weiß, er taucht da nicht auf, aber wir hatten den da unten ja gesehen. Das heißt, der muss da irgendwo sein. Da waren auch diese komischen... wie heißt es? Boah, Leute, mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Statuen oder sowas. Also. Diese Gedenkstätten. Da ist er doch. Drachi. Ja. Pass auf, das ist super stark und wir können den nicht richtig kaputt machen. Hast du gedacht, wa? Ja gut, Soul ist es jetzt direkt smart. Hm? Tatsächlich auch wahrscheinlich ein Flankenbonus oder Rückenbonus gegen den Drachen. Aber wir ziehen hier schon ganz gut Schaden. Das
bisschen Statuseffekte wieder hier. Wir sind hier gerade zu Boden gegangen. Der Bulle, glaube ich. Mit 1400, das war immer. Ah, der baut keine Barrieren auf, oder? Das ist ganz angenehm. Bisschen was trinken. Sarah. Oh. So, wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Wir machen mal ein Mal des Risses hin. Das zieht den nämlich auch nochmal ordentlich. Gleich, ey Leute, das ist kein Thema, den Drache. Der ist meiner Meinung nach sogar einfacher als der Drache in den Hinterlanden. Nee, 600. Läuft. 1000. Das war jetzt gerade ein bisschen blöd, aber unsere Barriere hat das alles abgefangen. Oh, 1400, das gleich down. Bleib hier. Der ist echt einfacher als der Drache in den Hinteren. Oder wir sind inzwischen einiges stärker, das kann natürlich auch sein. So, das war's. Wir sind richtige Helden, das war fantastisch. Yes, Hammer. Eiserne Bulle stimmt zu. Ist ja mal nett, ne? So, was haben wir denn hier? Wir haben eine mittelschwere Rüstung. Opfer bereit im Tode. Okay, wir haben ein Gürtel des Schutzes. Erhöht das Blockmaximum. Das ist was, glaube ich, für den Bullen. Haube des Inquisitors Plan. Ausgezeichneter Ring des Lebensentzugs. Okay, das ist auch cool. Drachenblut. Na, habe ich das jetzt mitgenommen alles? Natürlich nicht, ne? So, angucken. Rüstung. Ja, das ist nichts für mich. Aber für Sarah, ne? Sieht doch ganz nett aus. Strauchelmaltreffer, Verteidigung im Nahkampf, Sterben, 5% Chance, dass die Hälfte der Gesundheit wiederhergestellt hat. Wird, jo, läuft. Läuft. So, Accessoires. Feuerrüstung. Ring des Lebensentzugs. Den hier geben wir uns mal. Ja, was haben wir für Ringe gerade?
Ringer der verbesserten Barriere. Und Ring der Blockdurchdringung. Der auch nicht übel ist, ne? Aber 5% Bonus auf Blockschaden, was das jetzt so bringt, dann doch lieber den Lebensentzug ringen. So. Waffen. Stab des Großverzauberers. Der macht Kälteschaden. Und Klugheit plus kritische Trefferchance plus das Einzige, was er halt nicht hat, ist eine Rune. Aber die können wir ihm ja drauf tackern. Aber Stufe 15, wir sind erst Stufe 14. Aber ich glaube, das hat man schon mal geguckt, oder? Ausgezeichneter zwergischer Felsenbrecher. Das ist was für den Bullen. Braucht auch noch irgendwie eine Rune. Ne? Ja. So, Stab des Feuers, Stab des Blitzes, sind alles so crappy Stäbe. Den braucht keiner. Langbogen. Machen wir hier bei Sarah vorbei. Die hat noch den Räuberlangbogen ausgerüstet. Zwei Hände haben wir keinen. Weiter gucken wir Accessoires. Hätten wir noch irgendwas, oder? Nicht noch irgendwas? Gürtel des Schutzes hatten wir, ne? Das war hier Blockmaximum. Das ist was für den Bullen. So. Okay. So, dann reisen wir mal zurück in die Himmelsfeste, weil keine Folge ohne Besuch auf der Himmelsfeste. Södele, die Himmelsfeste. Und wir wieder in unserem schönen Schlafanzug. Ja. Inquisitor. Gibt's was Neues, Josephine? Schön, die erste Verzauberin Vivienne möchte eine Beschwerde bezüglich der Polster im Speisesaal. Ja, die kann sich beschweren, bis sie zum Immerlandstag ist. Die Schnäpfe! So, wir haben hier Inquisitionsbohnen. Ich wollte auch was ganz Bestimmtes hier machen, aber ich weiß nicht mehr genau was. Verbesserter Fokus. Ja. Wahrer Mut, mehr Heiltränke. Nee, Pläne für Magier. In der Hoffnung, ein wenig Stabilität zum Schutz haben sich zahlreiche Magier aus den oben Stäbe werden seltene Pläne verfügbar machen. Das wäre nicht schlecht. Kundschafter. Beziehung. Rabatte. Okay. Schneiderhandwerk. Hier, das wollte ich nehmen. Hartglasfläschchen. Jeder kann ein extra Tankfeld. Weil wir haben jetzt auch dieses komische Teil, was man schmeißen kann, was heilt. Ist euch nicht aufgefallen? Ich hatte keine Ahnung, dass Lady Beverly für euch arbeitet. Ihr hättet es mir ja vielleicht sagen können, bevor ich mich lächerlich gemacht habe. So, wir haben hier in wessen Dienst doch immer abgeschlossen.
Das war einfacher, als ich gehofft hatte. Die Beamten des kaiserlichen Kontors waren so schockiert, entdeckt worden zu sein, so in Sorge ertappt zu werden, dass der Inquisition auf der Stelle die Treue geschworen haben. Meine Spione sagen bisher, nehmen sie sich. Sie schicken sogar Geschenke für euch, um ihre Treue zu beweisen. Wir werden sie dennoch genau im Auge behalten. Unsere Bemühungen in der Himmelsfeste, Geld zu sammeln, werden jedoch ohne Zweifel von ihnen profitieren. Wir haben Gold gekriegt. Läuft. Dann haben wir unten Soldaten ins Frostgipfelgebirge. Kommandant Köln, gesandte Korrespondenz. Wir haben die Roten Templer aufgespürt und ihrem Treiben ein Ende gemacht. Ihre Gefangenen sind mit frischen Vorräten bereits auf dem Weg nach Hause. Verfolgung durch die Berge haben wir jetzt. Okay. Und wir haben hier die ketzerische Schwester aufgespürt. Wir haben die arme, verwirrte Seele aufgespürt, die behauptet, Korypheus sei der wahre Herold Andrasses. Sie ist keine Helferin der Venatori, sondern nur eine Frau, die durch das, was sie in Haven mit angesehen hat, in den Wahnsinn getrieben wurde. Sie war in Begleitung einiger Flüchtlinge, die allesamt in die Himmelsfeste gebracht wurden. Nachdem sie inzwischen erkannt haben, dass die Behauptungen dieser Schwester der Kirche nichts weiter als Irrsinn sind, brennen sie nun darauf, die Inquisition zu unterstützen. Mutter Giselle ist dankbar, dass es uns gelungen ist, die Schwester wohlbehalten zurückzubringen. Sie erinnert sich an die junge Schwester der Kirche und beschreibt sie als begabt, doch zerbrechlich. Sie hofft darauf, dass die Frau mit Fürsorge und Geduld wieder zu sich selbst finden kann. Okay, Gold und Einfluss. Läuft. So, wir machen aber jetzt hier die Verfolgung durch die Berge. Aber erst gucken wir nochmal, hier waren irgendwelche Aufträge, die man... Ja, Enttarnung des Doppelagenten, genau, das konnte nur Liliana machen. Weiter sammeln, Ressourcen, in wessen Dienst auch immer, haben wir abgeschlossen. Bürgermeister von Kammwald aufspüren. Ja, kannst du auch machen. Wir stehen euch zu Diensten. So, und die Verfolgung durch die Berge. Macht dann der Cullen. Inquisitor. Und wir schauen uns das dann an beim nächsten Mal. Was daraus geworden ist, Leute. So, denn an dieser Stelle brechen wir die Sache für heute ab. Und beim nächsten Mal gehen wir ein bisschen shoppen. Und ja, wir haben ja ganz viel Zeug, ne? Müssen wir auch verkaufen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht bei unserem Inquisitor hier. Also bis dahin, have fun und tschüss.